Saskia Liebknecht, geboren 12. Mai 1994 in Oberhausen, wohnhaft in Gievenfeld bei Münster, ledig Schüler in der 9. Klasse. Am Morgen des 5.6.2009 entzündete die Angeklagte im Waschbecken der Mädchentoilette der Simon-Buschwald-Gesamtschule in Gievenfeld bei Münster einen Haufen Papierhandtücher. Wie von der 15-Jährigen beabsichtigt, löste der an der Decke installierte Rauchmelder infolge der Rauchentwicklung gegen 9.30 Uhr Feueralarm aus. Nachdem alle Schüler und Lehrer das Schulgebäude verlassen hatten, ging die Angeklagte im Erdgeschoss in das Lehrerzimmer, nahm dort die Aktentasche von John Williams, ihrem Klassenlehrer und neuen Lebensgefährten ihrer Mutter, an sich und kletterte damit aus dem Fenster. Wenig später entnahm die Angeklagte aus der Tasche 300 Euro und warf sie nahe dem Hauptbahnhof in einen Müllcontainer. Die Angeklagte hatte beim Frühstück ein Telefongespräch belauscht und wusste daher, dass John Williams das Geld in seiner Schultasche im Lehrerzimmer aufbewahrte. Weil sie permanent Streit mit ihrer Mutter hatte und ihren Klassenlehrer als deren neuen Freund nicht akzeptierte, wollte sie mit dem Geld noch am selben Tag von zu Hause abhauen und mit dem Zug nach Berlin fahren. Die Angeklagte wird somit des Diebstahls in Tateinheit mit Missbrauch von Notrufen beschuldigt, strafbar gemäß dem § 242. Bevor wir mit der Vernehmung der Angeklagten beginnen, möchte ich noch feststellen, dass der Vater der Angeklagten, Herr Liebknecht, hier heute als Beistand seiner Tochter mit anwesend ist. Und deshalb sitzt er hier auch neben dem Herrn Verteidiger. So, Saskia, du hast die Anklage gehört. Möchtest du dich dazu äußern? Ich kann es gar nicht gewesen sein. Ich war an dem Vormittag gar nicht in der Schule, sondern bei meiner Freundin Hanna. Und als Schülerin hat man doch normalerweise vormittags Unterricht, oder? Wieso warst du nicht in der Schule? Kein Bock. Schule ist eh nur Scheiße. Die Lehrer gehen mir total auf den Nerv. Und es ist doch eh die totale Zeitverschwendung, dahin zu gehen. Denkst du? Also ich glaube nicht, dass du damit einen Gefallen tust. Ja? Eine Ausbildung ist wichtig. Ohne Berufsausbildung kriegst du keinen Job später. Ohne Schulabschluss kriegst du keine Berufsausbildung. Hm? Wozu brauche ich bitte einen Schulabschluss, wenn ich danach eh keinen Job kriege und arbeitslos bin? Sehe ich gar nicht ein. Da kann meine Mutter noch tausendmal die Bullen rufen, um mich zur Schule bringen zu lassen. Saskia, also wirklich. Nachdem also meine Ex-Frau jetzt mit ihrem Klassenlehrer zusammen ist, ist das Thema Schule natürlich völlig sekundär geworden, nicht? Naja, das glaube ich schon, dass das keine leichte Situation für dich ist. Hm? Das ist ja wohl auch nicht normal. Mit den Williams gab es schon von Anfang an nur Stress in der Schule. Und jetzt hockt er auch noch bei uns zu Hause rum und markiert den dicken Macker. Ja, aber genau da liegt doch der Hase im Pfeffer. Ich meine, die Situation ist wirklich schwierig für dich. Noch dazu, wo der Klassenlehrer jetzt auch noch mit deiner Mutter zusammen ist und zeitweise bei euch übernachtet. Die Situation zu Hause ist ja ohnehin seit der Trennung der Eltern ziemlich angespannt. Machen Sie jetzt auf Psychodoktor also oder bitte was? Nicht in dem Tonfall, ja, Saskia? Am 5. Juni 2009, da wolltest du abhauen. Und du wolltest nach Berlin abhauen. Und da war es dir ganz recht, dass du beim Frühstück mitbekommen hast, dass der Herr Williams einen Umschlag mit 300 Euro in seine Tasche gesteckt hat. Weil er nämlich in der Schule ein Geschenk, das er für deine Mutter besorgt hat, bezahlen wollte. Quatsch, ich wusste überhaupt nichts von dem Geld. Ich habe gar nichts mitgekriegt. Und um an dieses Geld zu gelangen, hast du den Trick mit dem Feueralarm ausgedacht. Ja, du hast dich durch den Hinterausgang in die Schule geschlichen, bist dann ins Mädchenklo, hast das Feuer angezündet und als der Alarm ausgelöst wurde und alle abgehauen sind, da bist du schnell ins Lehrerzimmer und hast dir die Tasche von Herrn Williams geholt, um nach Berlin abhauen zu können. Nein, ich war bei Hanna, verdammt nochmal. Das ist alles erstunken und erlogen. Also, Saskia ist keine Diebin. Was soll denn das? Entschuldigen Sie bitte, Herr Liebknecht, ja, Sie wollen es wahrscheinlich nur nicht wahrhaben. Also, wenn ich mir nicht sicher wäre, dann würde ich hier nicht hier sitzen. Also, Herr Staatsanwalt, also, bitte Sie. Saskia, Fakt ist, dass du am Mittag des 5. Juni 2009 von deiner Mutter in der Einkaufspassage vor dem Bahnhof mit einem Zugticket nach Berlin gefunden worden bist. Hm? Was hattest du denn vor? Kann schon sein, dass ich nach Berlin abhauen wollte. Und knapp 200 Euro in deiner Tasche. Hm? Wo hattest du denn das Geld her? Das war aus meiner Spardose. Ich habe John nicht beklaut und ich habe auch keinen Feueralarm ausgelöst. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und dieser John Williams, der hat in der Schule eine Menge Auseinandersetzungen mit diversen Schülern. Und ich bin mir deswegen sicher, dass man da im Umfeld mal nach dem Täter schauen sollte und nicht alles auf meine Mandantin konzentrieren muss. Ja, momentan konzentrieren wir uns aber auf Ihren Mandanten, was die Fragen betrifft. Hat doch jemand Fragen? Ich habe keine mehr, danke. Dann tritt bitte Beweisaufnahme ein. Sie dürfen zwischen Ihrem Vater und dem Herrn Verteidiger Platz nehmen. Und der Zeuge John Williams, bitte. Herr Williams, guten Tag. Guten Tag. Bitte nach vorne, nehmen Sie bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja, das weiß ich. Sie heißen John Williams, 40 Jahre alt. Sie wohnen in Gievenfeld bei Münster. Sie sind ledig. Vom Beruf sind Sie Lehrer? Das ist richtig. Ich unterrichte Englisch an der Simon-Buschwald-Schule. Mhm. Und verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten? Nein, bin ich nicht. Ich bin Saskias Klassenlehrer. Und seit einigen Monaten bin ich auch
der Lebensgefährte von ihrer Mutter. Und die Situation ist von daher etwas speziell. Etwas speziell von wegen? Hier, du machst dich ja meine Frau an. Hier hast du irgendwelche Elternsprechtage. Und dann machst du dich ja meine Frau an. Was soll denn der Scheiß? Das ist ein einziges Motiv. Also erstens sind Sie und Astrid geschieden, soweit ich informiert bin. Und zweitens sind Ihre Ex-Frau und ich nicht nur aus meiner Initiative heraus zusammen, sondern weil wir beideseitig Zuneigung füreinander haben. Und ich muss Ihnen sagen, Herr Liebknecht, Sie sind als Beistand Ihrer Tochter hier. Und nicht, um hier öffentlich noch diese ganze Scheidungsgeschichte und ganz persönliche Dinge hier abzurechnen. Klar, oder? Ja. Herr Williams, waren Sie am Morgen des 5. Juni 2009 auch bei Frau Liebknecht? Ja, ja, war ich. Und an dem Morgen ging der Stress schon wieder los am Frühstück, weil Saskia sich wieder geweigert hat, sich mit mir an einem Tisch zu setzen. Astrid hat Saskia dann zurechtgewiesen und ja, denn Saskia hat etwas die Kontrolle über sich verloren. Was wirklich schade war, da deine Mutter sich so viel Mühe mit dem Frühstück an dem Morgen gegeben hatte. Und wenn schon, reicht mir, wenn ich sein Gesicht die ganze Zeit in der Schule ertragen muss. Das muss ich nicht nur auch noch zum Frühstück haben. Es gab auch viel Geschrei an dem Morgen und ja, bis denn Astrid zur Arbeit geflüchtet ist. Ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, solche Situationen haben sich sehr häufig abgespielt in der letzten Zeit. Ja. Laut Ihrer Aussage bei der Polizei sollen Sie an dem Morgen einen Telefonanruf bekommen haben. Ja, das ist richtig. Von meinem Bruder Peter. Und worum ging es in dem Gespräch? Peter ist Antiquitätenhändler und ich habe für Astrids Geburtstag einen Ring bei ihm bestellt. Und er hat mich angerufen, um mir Bescheid zu sagen, dass er den Ring in der Schule vorbeibringen kann, weil er eh in der Nähe ist. Ja, dann haben wir ausgemacht, dass ich bei dieser Gelegenheit gleich den Ring bezahle und die 300 Euro dafür in die Schule mitbringe. Und wann war das Telefonat? Oh, das war, nachdem Astrid zur Arbeit gegangen ist. Ja, das muss der Viertel nach 27 nach 7 gewesen sein. Und hat Saskia, die Angeklagte, das Telefonat mitbekommen? Ah, auf jeden Fall. Als ich telefoniert habe, stand ich in der Küche und Saskia saß im Nebenzimmer und hat demonstrativ alleine gefrühstückt. Können Sie sich erinnern, ob Sie in dem Telefonat den genauen Geldbetrag genannt haben? Ganz bestimmt sogar, weil ich Peter gefragt habe, ob 300 Euro wirklich genug wären, weil der Ring ursprünglich hätte mehr kosten müssen. Er meinte, nein, er macht mir einen Freundschaftspreis. Und ja, danach habe ich 300 Euro in einen Briefumschlag gelegt und den Umschlag in meine Tasche gesteckt. Und hat die Saskia das sehen können? Naja, als ich das alles gemacht habe, ja, kam sie dann in die Küche und hat den restlichen Tee dann geholt. Ja, sie muss das eigentlich gesehen haben. Ich habe überhaupt nichts davon mitgekriegt. Das sagst du doch nur, weil du mich nicht abkannst. Saskia, hör bitte auf. Warum sollte ich? Du wolltest mich doch nur loswerden, um mit meiner Mutter alleine sein zu können. So sieht das nämlich aus. Ach, das stimmt doch gar nicht, Saskia. Ich meine, ich will dich überhaupt nicht loswerden. Und denkst du wirklich, dass deine Mutter dich das überhaupt zulassen würde? Ah! Ach, Saskia, jetzt halte ich mal ein bisschen zurück, ja. Wie ist denn Ihr Vormittag weitergegangen dann? Dann musste ich dann los zur Schule und dann das dicke Ende kam dann ja erst noch. Ne? Und die Angeklagte? Saskia? Nee, sie wollte mit dem Bus alleine zur Schule fahren. Sie hat sich immer strikt geweigert, mit mir zusammen mit dem Auto zur Schule zu fahren. Ich bin doch nicht bescheuert und fahre mit dem bei der Schule vor. Es zerreißen mich doch sowieso schon alle das Maul darüber, dass meine Mutter jetzt mit dem zusammen ist. Das ist schon peinlich genug. Saskia ist halt ein bisschen aufgeregt. Die ganze Sache nimmt sie halt im Augenblick sehr doll mit. Herr Williams, was ist in der Schule genau passiert? Naja, nach der zweiten Stunde, so in der 10-Minuten-Pause, ist der Feueralarm plötzlich losgegangen. Wo waren Sie da gerade? Ich war auf dem Schulhof. Ich bin sofort zu den Schülern meiner Klasse gelaufen, als ich den Feueralarm gehört habe. Und Ihre Tasche mit dem Geld? Der lag noch im Lehrerzimmer. Es hätte viel zu lange gedauert, erst die Tasche zu holen, bevor ich mich um meine Schüler kümmere. Nein, da gibt es ganz genaue Vorschriften, wie man sich zu verhalten hat, wenn ein Feueralarm losgeht. Und da gibt es einen festgelegten Fluchtplan, also wie Sie genau mit Ihren Schülern das Haus verlassen müssen. Und war die Angeklagte mit dem auch vertraut? Ja, das stimmt, ja. Den Fluchtweg haben wir oft genug in der Schule geprobt, damit in einem Ernstfall nicht schief läuft. Wir mussten aus dem ersten Stock über die große Treppe den Hauptgang runter bis ganz nach draußen. Und ich kann Ihnen sagen, dass das war ein Riesentumult vor der Schule, als die Feuerwehr angekommen ist. Na ja, klar. Laut Einsatzbericht der Feuerwehr hatte der Brandstifter in der Mädchentoilette einen Abfalleimer aus Drahtgestell mit Papierhandtüchern gefüllt und diese dann angezündet. Ja, der Abfalleimer war ins Waschbecken gestellt worden und zwar genau so, dass der daraus aufsteigende Qualm direkt zum Rauchmelder aufgestiegen ist und Feueralarm ausgelöst hat. Wir haben da ja auch verschiedene Fotos vom Tatort, da kann man das ziemlich genau sehen.
Ja, also ein Schaden ist nicht entstanden. Keinerlei Sachschaden am Gebäude entstanden oder an der Einrichtung. Und auf dem Fußboden der Mädchentoilette ist darüber hinaus ein halb aufgebrauchtes und angekokeltes Streichholzbriefing gefunden worden. Das ist ziemlich verrußt, deswegen sind auch keinerlei Fingerabdrücke mehr festgestellt worden. Tja, Saskia, ich glaube, du hast dir schon ganz gut überlegt, den Feueralarm auf diese Weise aufzulösen und nicht einfach irgendwie einen Feueralarmknopf zu drücken. Weil da konntest du nämlich sicher sein, dass du nicht gesehen wirst auf dem Gang. Hm? Mann, ich komme mir langsam vor wie ein Papagei. Ich war das nicht. Ach, Saskia. Ja. Herr Vorsitzender, dürfte ich noch mal das Streichholzchen haben? Ja, bitte. Bei diesem Streichholzbriefchen, da ist ja ein kleiner Fehler unterlaufen. Warum das denn? Kennst du das? Lies mal, was da draufsteht. Darf ich das auch mal sehen? Bitte schön. Vielleicht wollen Sie es vorlesen. Tja, bitteschön. Also ich finde da nichts Komisches dran. Nichts Komisches? Nein. Aber bemerkenswertes. Hier steht Hotel Mondmann. Und im Hotel Mondmann arbeitet doch deine Mutter, oder? Das beweist doch gar nichts. Das beweist gar nichts. Das beweist zumindest, dass diese Streichhölzer bei euch zu Hause waren und dass du ein solches Streichholz mitgenommen hast. Mitgenommen hast in die Schule. Wozu denn? Um dort Feuer anzuzünden. So ein Schwachsinn, die kann auch jeder andere mitgebracht haben. Herr Williams, wann haben Sie dann bemerkt, dass Ihre Tasche im Lehrerzimmer fehlt? Ja, das war nachdem der Feueralarm aufgehoben wurde. Dann bin ich ins Lehrerzimmer gegangen. Das musste so etwa 21:45 gewesen sein. Als dann rausgekommen ist, dass der Brand offensichtlich absichtlich gelegt worden war, hat man dann auch im Zusammenhang mit Ihrer verschwundenen Tasche ermittelt und ist so dann auf die Saskia als Tatverdächtige gekommen. Mhm. Die Tasche, die ist dann 3 Tage später nach der Tat von einem Passanten gefunden worden, und zwar in einem Müllcontainer. Und da hat außer den 300 Euro hat nichts gefehlt. Ja. Beschädigungen sind keine großen dran, leichtere vielleicht, aber Fingerabdrücke hat trotzdem die Spurensicherung feststellen können. Und zwar glücklicherweise ist da so eine Abdeckung über den Schnallen. Und deswegen sind die Fingerabdrücke, die an den Schnallen waren, eigentlich relativ unversehrt gewesen. Und die Fingerabdrücke waren eindeutig von der Angeklagten. Na und? Die Tasche stand ja auch ständig bei uns zu Hause rum. Und beim Staubsaugen musste ich sie ein paar Mal wegräumen. Also das ist doch wieder nur eine faule Ausrede, Saskia. Ich meine, die Tasche ist ganz in der Nähe vom Bahnhof gefunden worden. Ich meine, du hast sie dort entsorgt, weil du zum Bahnhof bist, ja, um abzuhauen. Nein, ich war... Du wolltest doch selber nach Berlin, also wolltest du abhauen. Ich war an dem Vormittag bei Hanna, verdammt nochmal. Also es gibt sogar einen Augenzeugen, der gesehen hat, wie du mit der Tasche aus dem Lehrerzimmer abgehauen bist. Ja, dein Mitschüler Ole Spröker, der will gesehen haben, dass du an der Rückseite des Schulgebäudes mit dieser Tasche aus dem Fenster des Lehrerzimmers geklettert sein sollst. Der Ole, der hatte eine Freistunde zu dem Zeitpunkt und hatte ich vom Park aus gesehen, sagt er zumindest. Ole Spröcker, der ist doch selbst gerade erst wegen einer Anzeige von der Schule geflogen. Dem glauben Sie? Nicht nur das. Sie haben doch Ole Spröcker an dem Tattag auch unterrichtet und zwar speziell sogar einen Englischtest ausführen lassen an dem Tag, oder? Ja, das stimmt. Mhm. Und dabei haben Sie bei dem Ole Spröcker einen Zettel gefunden, der es ziemlich in sich hatte. Ja, aber das ist mir erst im Lehrerzimmer aufgefallen, als ich die Tests raus aus meiner Tasche genommen habe, um die zu sortieren. Und der Zettel ist dabei rausgefallen. Würden Sie bitte dem Gericht vortragen, was auf dem Zettel stand? Naja, das war ein Drohbrief von Ole an einen seiner Mitschüler. Und leider, das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Wegen Ole hatten wir schon mehrere Konferenzen in der Schule, weil er immer wieder seine Mitschüler angegriffen und bedroht hat. Und deswegen ist er letztendlich von der Schule suspendiert worden. Und er war vorher schon gefährdet, ne? So letztendlich hätte dieser Drohbrief da fast zum Überlaufen gebracht. Und das wollte er natürlich verhindern. Und deswegen hat er auch einen guten Grund, an die Tasche zu gelangen. Also Sie denken, dass er die Tasche entwendet hat, um an diesen Zettel zu kommen? Richtig. Ich denke, dass er den Feueralarm ausgelöst hat und die Tasche gestohlen hat. Und er wollte den Zettel aus der Tasche des Herrn Williams wieder an sich nehmen und damit das nicht auffällt. Und schließlich, oder zumindest so stand zu befürchten, hätte Herr Williams beim Korrigieren des Testes diesen Zettel gefunden. Ja, aber den Drohbrief habe ich im Sekretariat sofort abgegeben, als ich ihn gefunden habe. Der war gar nicht in meiner Tasche. Ja, war der Ole Spröcker sicherlich nicht dabei. Ne? Also. Nein, war er nicht. Also wusste er, also, er das wusste gar nicht, dass Sie den schon gefunden haben? Nee, gar nicht. Gut, alles weitere erklären wir dann besser in Anwesenheit von Ole Spröcker. Noch Fragen an Herrn Williams? Danke. Dann vernehmen wir den Ole doch direkt als nächsten Zeugen. Ole Spröcker, bitte schön, Sie bleiben unvereidigt. Dankeschön und dürfen hinten Platz nehmen.
So, Ole, kommen Sie mal nach vorn. Das ist in Ordnung, wenn ich Sie mit dem Vornamen anspreche, weil Sie 17 sind. Wäre es für Sie auch in Ordnung, wenn Sie Ihre Mütze absetzen? Ja. Auch schön, haben wir das doch ausdiskutiert. Dann erkläre ich Ihnen noch was. Sie müssen ja natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Nachdem gegen Sie aber schon ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung läuft, muss ich Sie auch belehren, 55 StPO, Sie müssen auf alle Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja. Ja? Sie heißen Ole Spröcker, 17 Jahre alt, Sie wohnen in Giefenfeld bei Münster, Sie sind ledig von Beruf. Ja, nix, was soll ich denn machen? Die haben mich ja von der Schule gekickt. Gut, zu dem Thema kommen wir dann gleich noch. Verwandte oder Verschwäger mit der Angeklagten sind Sie nicht, oder? Nee, ja, gut. Wir kennen wir sind heute hier, weil die Angeklagte auf der Mädchentoilette in ihrer Schule einen Brand entfacht haben soll, um dann einen Feueralarm auszulösen und danach die Tasche ihres Klassenlehrers zu entwenden. Sie soll nämlich gewusst haben, dass der Klassenlehrer da 300 Euro in der Tasche drin hatte. Und kurz danach ist sie aufgegriffen worden, wie sie sich mit einigem Geld nach Berlin absetzen wollte. So was macht man aber doch nicht, Saskia. Ich bitte dich, auch in der Schule klauen und ein Feuer legen. Das hätte ich der Kleinen gar nicht zugetraut, mein lieber Mann. Halt doch die blöde Klappe, Ole. So, jetzt Moment mal. Erstens mal gibt es für Sie keinen Anlass, so zu provozieren. Und für Sie gibt es keinen Anlass, ihm das Wort zu verbieten. Ja? Das kann ich notfalls selbst. Ja, Saskia? Also ich habe dich gesehen, ne? Wie du mit der Tasche aus dem Lehrerzimmer gekommen bist, ne? Aus dem Fenster, und hast dich aus dem Staub gemacht. Und das hätte ich gern ein bisschen genauer. Wo waren Sie denn, als Sie die Saskia da beobachtet haben? Ja, ich war gegenüber im Park. Ja. Und wieso waren Sie nicht auf dem Schulgelände? Ja, eine Freistunde. Meine Mathelehrerin war mal wieder krank und habe ich gedacht, komm, hier ist ein bisschen kicken. Ja, und dann habe ich gesehen, wie das Fenster da aufging aus dem Lehrerzimmer und da eine Tasche rausflog. Ich habe schon gedacht, was geht denn da ab, ne? Da habe ich gesehen, wie sie dann da wie so eine Bekloppte hinterhergesprungen ist. Herr Spröcker, in der wahrscheinlich von Ihnen ja selbst gewählten Freistunde waren Sie doch aber so mit dem Fußball beschäftigt. Was gucken Sie denn da aufs Lehrerzimmer? Ja, der Feueralarm ging und ich meine, man weiß ja nicht, ob das immer nur eine Übung ist. Also habe ich natürlich rübergeguckt, wenn man was sieht, darf man sich das ja nicht entgehen lassen. Ja. Wie sah denn die Tasche aus, die Sie ja gesehen haben? Ja, schwarz, komplett. Mhm. Ungefähr so wie diese Tasche, die da im Müllcontainer in der Nähe des Bahnhofs gefunden wurde? Genau, die Tasche war das auch. Ja, und dann habe ich gesehen, wie sie halt mit der Tasche zum, ja, Richtung Kiosk, da wurde dann auch zum Bahnhof, in der Innenstadt und so weiter, da geht er da hin und da ist sie halt, hat sie aus dem Staub gemacht, ne? Bevor der Feueralarm losgegangen ist, da haben Sie ja bei Herrn Williams einen Englischtest machen müssen. Ja. Und während des Testes haben Sie gegenüber Schülern einen Drohbrief verfasst, ist das richtig, ja? Dazu muss ich leider nichts sagen, hat der Richter gesagt. Ich habe eine Kopie dieses Drohbriefes hier. Ich lese das mal vor, ja, wird verlesen. Entweder du rückst bis morgen 50 Tacken rüber oder es gibt richtig was auf die Fresse. Morgen vorm Fahrradstand 12 Uhr. Kohle oder Schläge? Auf seine schwächeren Mitschüler hatte er es besonders abgesehen. Leider war Manuel nicht der Einzige, dem er Schläge angedroht hat, wenn er ihm kein Geld zahlt. Bullshit! Verdammt nochmal! Sie haben mir das alles angehängt, ja? Dieser blöde Zettel war ein Witz, verdammt nochmal. Aber Ihr Lehrer hat ja mal wieder keinen Funken von Humor. Nee, habe ich da auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann überhaupt nichts Komisches daran finden. Das ist eine versuchte räuberische Erpressung. Und die wird bei Erwachsenen mit einer Mindeststrafe von einem Jahr bestraft. Findest du es genauso lustig? Räuberische Erpressung? Was für eine räuberische Erpressung? Das war ein Zettel, nicht mehr und nicht weniger, bitte. Ja und? Aber mit dem Zettel kann man jemanden auch versuchen zu erpressen. Das ist nichts anderes als der Versuch einer räuberischen Erpressung. 50 Tacken oder was auf die Fresse, Kohle oder Schläge. Herr Spröcker, die juristischen Konsequenzen Ihres Verhaltens werden Ihnen in einem anderen Verfahren noch vor Augen geführt. Ne? Letztendlich haben Sie doch aber geahnt, dass dieser Brief, wenn er dann entdeckt wird, böse Konsequenzen für Sie hat, oder? Die Suspendierung, die war doch bei Ihnen längst angedroht, dass Sie schon von der Schule fliegen. Was müssen Sie also machen? Sie müssen es verhindern. Sie haben dieses Feuer zur Ablenkung gelegt, um mal in die Tasche zu kommen. Und dabei haben Sie dann auch noch das Geld gefunden und gestohlen. Ich habe kein Feuer gelegt, verdammt nochmal. Ich habe mit diesem Scheiß nichts zu tun. Das schwöre ich hier, so weit ich hier sitze. Und, mal ganz ehrlich, Saskia ist ausgerastet. Das können die verstehen. Ich meine, hätte ich den da hinten zu Hause hängen, ja, weil er ihre Alte angegraben hat, da würde ich auch ausrasten und abhauen wollen. So. Im Ton können wir uns mal ein bisschen ändern und in der Wortwahl auch, ja? Ey, ich weiß nicht, was das hier soll, verdammt, ich habe nichts getan. Ich will dir helfen, die Sache aufzuklären. Ole, ja? Nick, das wird mir zu blöd. Ole, da brauchen Sie gar nicht so zu Sie. Ich lass mir hier nichts anhängen, ich war das nicht. Seien Sie mal ruhig und setzen Sie sich in Ruhe wieder hin. Thema. Das ist doch ein ganz anderes Thema, darüber reden wir ja genau. Ist doch komisch, wenn der Typ abhaut. Aber wenn Sie hier aufhören, wieder was am Stecken, dann kriegen Sie mit mir richtig Ärger. Klar. Ich kann auch ein Ordnungsgeld gegen Sie verhängen oder Ordnungshaft. Hm? Ja. Ja, wir waren immer noch beim Zettel in der Tasche.
Ich hätte auf jeden Fall überhaupt nichts davon gehabt. Diesen verdammten Zettel, der war ja gar nicht mehr da. Der war ja gar nicht mehr in seiner Tasche, als der Feueralarm losging. Also warum soll ich nicht klauen? Das ist total schade. Das konnten Sie auch zu dem Moment gar nicht wissen. Nee. Sie haben gedacht, dass der Zettel immer noch, oder zumindest haben Sie gehofft, dass der Zettel immer noch in dieser Tasche ist. Dass Sie da rankommen, nicht? Dass der nie entdeckt wird. Und schließlich ist der Feueralarm ja genau eine Stunde, nachdem der Zettel aufgefunden wurde, dann losgelöst worden. Ich war es nicht. Verdammt nochmal, ich war es nicht. Es war Saskia. Ich habe sie gesehen, wie sie mit dieser verdammten Tasche aus dem verdammten Lehrerzimmer gesprungen ist. Sehen Sie, und genau diese Einzelheiten, die erzählen Sie doch, weil Sie im Grunde genau diesen Fluchtweg beschritten haben. Deswegen kennen Sie sich da so gut aus. Ich kriege hier gleich so eine Krise. Mal ganz ehrlich, ich war es nicht. Gibt es noch Fragen an den Zeugen? Oder nehmen Sie mal bitte hin, Platz, Sie bleiben unvereidigt. Dann sprechen wir mal mit der Mutter der Angeklagten, die Zeugin Astrid Liebknecht, bitte.